13. Advantage Becker.
sind wieder bei Einstand. Gilbert. Zu weit. Brad Gilbert hat wieder selbst Vorteil. Liebe Zuschauer, und wenn Sie einen Moment lang von Günter Bosch und mir nichts gehört haben, dann lag das daran, dass wir einen Satelliten umgeschaltet haben. Wir freuen uns, dass wir weiter live dabei sind, direkt aus New York. Günter Bosch und ich mussten einen fliegenden Wechsel vornehmen mit unseren Kommentatorenplätzen. Das war aus technischen Gründen notwendig, aber jetzt sind wir wieder direkt dabei. Jetzt hören Sie uns wieder. Es geht weiter im dritten Satz zwischen Boris Becker und Brad Gilbert. Sehr schön, und das hat uns Günter Bosch schon mehrfach gesagt hat, der Einsatz von Boris Becker, die Entschlossenheit in seiner Spielweise, die ist auch weiterhin in diesem dritten Satz ganz deutlich spürbar. 40-15. Becker leads 2-1. 2-1 führt Boris Becker im dritten Satz. 2 Stunden und 5 Minuten sind inzwischen gespielt. Die beiden ersten Sätze hat er mit 6-2 und 7-6 gewonnen. Boris liegt also recht deutlich vorn. Gehört auch das Schachspielen dazu, oder haben Sie das vorher mit Boris Becker gemacht, um in erster Linie Spielzüge und das Vorausdenken zu üben? Schach ist auch eine Art Konzentrationsvorbereitung, aber es hat auch andere wichtige Gründe, das Schachspiel, und das haben wir sehr oft praktiziert, und ich glaube, dass der Boris das viel gehört hat. Wir konzentrieren uns jetzt auf diesen dritten Satz. Aufschlag Gilbert bei einer 2-1 Führung von Boris Becker.
Yes, sir. Glaube knapp aus. Er hat versucht, ihn reinzudrehen, aber nicht ganz hat es geklappt. 15 Ball. Schade. Sehr langer Lob gespielt von Boris. Und schon ist er in der Offensive, greift an und der Passierball ist knapp im Aus. Der Linie gar kein Zweifel möglich. Brett Gilbert will nicht wahrhaben, dass der Ball auf der Linie war. Ich fürchte, da drückt sich in diesem Protest auch die Enttäuschung über den Spielverlauf aus. Come on, Brett. Da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Breakball. Er will nicht aufhören zu meckern. Jetzt aber Boris macht es sehr gut. Ganz cool. Please, ladies and gentlemen. Thank you. Schnell bewegen. Das tut er auch. Und jetzt ein bisschen antäuschen. Game Becker. Das war das Theologische. Da hat sich Brett Gilbert einfach selbst reingelegt. Er hat gemeckert, er hat nicht aufgehört zu meckern. Boris hat sich noch einmal umgedreht, hat ihm die Gelegenheit gegeben, noch ein Wort zu sagen. Die Konzentration war völlig weg und prompt kommt zum Break. Boris Becker führt 3:1. Fifteen.
Lauf 30. Ja, wir haben in der Spielpause, in der Seitenwechselpause über Konzentrationsfragen gesprochen und prompt passiert an genau dieser Stelle das, was nicht passieren darf. Die Konzentration ist nicht voll da. Da hat er Glück gehabt. Das war ein schönes Geschenk. Aber er hat ja auch viele gemacht. Tja, er hat dieses Aufschlagspiel mit zwei Doppelfehler geschenkt. Und dann reicht ein Rückhandvolley. Das reicht wohl. Jetzt müsste einmal der Aufschlag kommen. Becker leads 3-2. Alles bleibt am Alten. Es geht weiter. Break. Da ist der Spielstand. Die Einblendung zeigt es uns. 6-2, 7-6, 3-2 für Boris Becker. Aber die Tennisexperten und die Tennisspieler wissen, Gilbert kann aufschlagen. Gilbert ist nicht chancenlos in diesem dritten Satz. Er läuft dem Ergebnis aber natürlich mit dem Aufschlag hinterher. Kein Wunder, wenn man nur frühstücken darf und dann vielleicht ein Omelett und abends um 7:45 immer noch auf dem Platz steht, schon 2 Stunden 16 Minuten gespielt hat. Da ist der Hunger bei jemand, der 19 ist, sehr verständlich. Obwohl die Anspannung des Spiels natürlich auch bei Boris Becker den echten Hunger verzögert. Er wird jetzt, ich fürchte, viel, viel später eine richtige Mahlzeit essen können. Sehr stark. Diese Hauptmahlzeiten finden oft um Mitternacht statt, stimmt das, Günter Bosch? Ja, leider. Obwohl man nach so einem anstrengenden Spiel nicht mehr viel essen kann, man trinkt mehr, man nimmt Flüssigkeit zu sich, Vitamine und weniger Kalorien. Forty, 15.
games all. Heute ist natürlich der Hunger auf den Sieg viel, viel wichtiger als der in dem Abend. Dritter Satz, drei Beine. Im zweiten Satz hatten wir den gleichen Spielstand, da haben wir gesagt, ein neuer Anfang. Und so ist es nun auch hier. Leider zu weit.